Au. Hä? Jetzt sind wir wieder hier? Oder sind wir jetzt erst hier oder sind wir wieder hier? Wir hatten doch schon mal so einen komischen. Ich weiß aber nicht, ob das hier war. Nee, das kann nicht hier gewesen sein. Au. Lance and Cooper. Lalala. Ich werde aber wieder in Pandoria oder wie das da heißt, leveln. Weil erstens die Musik hier zu. Es ist 0.30 Uhr. Wenn ich die Musik jetzt noch eine Stunde höre, dann. Weißt du Bescheid? Mist. Die Wolke ist zu niedrig. Nee, wird das wieder in Pandoria leveln. Wahrscheinlich dann auch wieder so 40 Minuten. Mal gucken, ob das dauert. Keine Ahnung. Au. Plöppel, 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 plöppel. Ach so, und Sophie kann übrigens auch einen Angriff zaubern. Sie hat einmal die Feuerklinge. Sehr effektiv hier in der Gegend. Flammengas. Und Flammenwand. Aber ist teuer, die Flammenwand. Naja. Kann man aber hier auch schön ausprobieren. Na gut, probieren wir mal aus. Okay, kannst du gleich noch einmal ausprobieren. Sehr schön. Habe ich jetzt den teuersten Zauber genommen? Naja. Ich will hier nach oben. Nach droben. Ich fürchte fast, wir finden hier gar keinen Rückweg. Ich will gerade mal gucken, was hier oben eigentlich ist. Ah, das habe ich befürchtet. Gut. Hier ist die Musik wesentlich schöner. Ich werde jetzt nämlich. Level. Und wir sehen uns dann hier wieder vom Eingang. Genau, so machen wir das. Och, wisst ihr was? Ach, das geht nicht. Mist. Wisst ihr was? Ich habe keinen Mana mehr. Doch, ich habe noch 2 Punkte. Und die kriegen wir schon tot. Siehst du? Die Sina ist auch bald hinüber. Gut. Ah. Schokolade ist zu viel. Ja. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. Gleich ist gut. Ich muss jetzt erstmal eine Stunde leveln. Ich werde die Zauber ein bisschen aufpäppeln und die beiden Waffen, die sind ja fast fertig. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Ich werde jetzt zurück ins Dorf und ein bisschen, ja, habe ich schon dreimal gesagt. Tschüss, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste es eigentlich laufen. Ja. Zurück im Eispalast. Ich konnte die Zauber noch gar nicht auf Stufe 4 bringen, weil wir noch gar nicht das Orb haben. Das Orb ist natürlich nötig, um das Ganze zu machen. Hier. So. Ich habe aber alles auf 3 gebracht. Und wie lange habe ich denn jetzt gelevelt? Halbe Stunde. Das Schwert, das gut gegen Insekten ist, und die Lanze, die gut gegen Schleim und Echsen sind, haben wir jetzt beide auf Level 4 und habe ich erstmal den Damen in die Hand gedrückt, während ich hier mich mit der Axt begnüge. Also die stärksten Waffen im Prinzip, die schwächste hat die stärkste Waffe und so weiter. Sophia reicht Level 26, sehr schön. Den Knopf betätige ich noch nicht, erstmal bin ich hier geblockt. Ah, da gab es mal einen falschen und einen richtigen. Oh, das ist der falsche. Der in der Mitte ist bestimmt auch der falsche. Oh. Dachte, das wäre der falsche. Lasst euch nicht hauen. Sehr schön. Sehr schön. Immer weitermachen. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Oh. Aha. Aber ich habe doch gerade unten den Ist egal, die Tür ist auf. Schokolade ist zu viel. Die haben teilweise böse Sachen in den Kisten drin. Ich wurde vorhin versteinert, so eine Schweinerei. Und ich habe noch eine Wucherkarte gefunden, aber den müssen wir denn. Ausgerechnet sie ist jetzt gestunt, das ist schon mal doof.
halt, mach uns doch mal bitte Feuerwaffen. Das ist zwar alles teuer, wir wollen das Feuer, aber wir wollen ja auch die Monster besiegen. Sehr schön. Dings hier, die Sina ist aufgestiegen, das ist schon mal gut. Wenn die verbrüht sind, können sie mich nicht viel machen. Ein Bonbon vielleicht? Hm, nicht. Naja, gut. Es war gar nichts. Kraftwasser, jetzt schon? Weißt du, was auf dich zukommt? Oh, hier gehen wir mal rein. Ist das der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Ach, shit. Bin ich natürlich vereist. Ob die mich als Schneemann treffen können? Ich glaube fast nicht. Bei denen kann ich auch schon leveln. Ich darf denen nur nicht zu nahe kommen. Sehr gut. Sehr schön. Die haben meistens Schokolade in der Kiste, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Gut, ein Weg ist frei. Sehr gut. Auch sehr gut. Nicht stehen gelassen, wir gehen jetzt mal weiter. Da ist eine Tür. Die Geister sind sehr böse. Deswegen habe ich die gerade. Das ist noch böser, das Ding. Aber ich versuch's mal. Ich will aber noch den anderen Weg machen. Ich glaube nämlich, dass hier noch Geheimnisse in der Burg sind. Sie natürlich ergründen. Toll. Die haben manchmal auch schöne Sachen. Schöne Sachen. Das müssen wir ignorieren. Den können wir nicht ignorieren. Sehr gut. Dann mach mal was. Ah, schön. Gut, gut. Gut gekämpft. Gertrude. Da sind Grimmelfen. Da drüben wollte ich doch noch rein. So, das ist, muss ja auch ganz schön kalt sein. Stell dir vor, so eine Winterburg. Nicht mehr beheizt und alles. Da habe ich mal gerade ganz gekonnt ignoriert. Und dann noch hier mitten in der... Aha, Kälte. Toll. Und die Aufladung ist wieder von Arsch gewesen. Schön ausgewichen. Gut. Gleich mal gucken hier. Kiste. Nehme ich schnell mit und gehe mal besser raus. Ein Clownohr. Ja, den klauen wir uns gerade mal. Da hatte ich gezielt. Sehr schön. Da habe ich auch mal Glück gehabt, sonst wäre sie, glaube ich, kaputt gewesen. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. So, dann können wir den anderen Weg wieder nehmen. Ich will auch mit den Zaubern sparen. Das kommt schon. So. Ach. Hallo, ich rede mit dir. Brüder Koopa Troopa. Ah, jetzt eine blaue Stachelschildkröte. Aber das war ein anderes Spiel. Habe ich auch gesuchtet damals. Nur schwer empfehlen. Gib uns mal ein bisschen Leben. Nein, Leben bitte. Komm. Hallo? Ach komm. Vor dir uns noch verletzen? Oh, ein Necronomicon. Die können alles Mögliche zaubern. Mit denen ist eigentlich nicht zu spaßen. Möglichst ganz schnell kaputt machen. Okay, das ist wohl die Bücherei oder sowas. Mit den Geistern ist übrigens auch nicht zu spaßen. Zumal die auch durch Wände gehen können und alles. Grimoire, Grimoire. Oh.
Huch. Was? Wie? Hä? Aha. Wie ihr seht, lade ich mein Schwert, meine Axt auch nicht mehr auf. Habe ich aber vorhin schon erklärt. Ja, ich weiß. Du, ich weiß gar nicht, wie groß das Schloss war. Es gibt immer einige Sachen, die vergesse ich ganz schnell. Das gehört definitiv dazu. Wieso habe ich hier nur 50 Schaden gemacht? Oder war ich die 192? Ist egal. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Nein! Ah! Gleich 3. Wir sollten uns nur um einen kümmern, glaube ich. Weil die anderen dürfen, glaube ich, nichts machen. Nein, nicht die anderen angreifen. Komm mal hierher. Hallo? Gesina? Wenn ich dich selber hier hintragen muss. Ich habe doch nur einen getroffen. Boah, das ist jetzt... Noppenzunge. Merkwürdiger Name. Ich kriege mich schon klein. Ist nur blöd, dass die uns schnappen. Okay, mit einem geladenen Angriff kann ich deren Heilweißer blockieren. So, jetzt haben wir schon 3. Na super. Ich glaube, die schaden nicht viel, die nerven bloß ein bisschen. Versuch mal, den da oben zuerst kalt zu machen. Mädels kümmern sich da unten. Ach, die ist schon kaputt. Okay. So, jetzt Imsen. Ich fand die früher schwieriger. Der da unten links langweilt sich schon. So kleiner Yoshi. Ach, süß. So, tschüss. Junge. Okay, jetzt du. Übrigens, die Waffen machen natürlich mit mehr Aufladung auch, hab ich auch schon mal gesagt, dass die nach jeder Stufe eine andere Attacke machen. Ich probiere mal Stufe 4 aus gerade. Okay, das hat gerade nicht gezählt, weil der Hellwasser da drüber war. Boah, 200. Ja, die 200 ist schon nett. Müssen ja die 180 da wieder rausprügeln, die er sich da ständig aufheilt. 270. Lecker. Mensch Mädels, die schafft ja auch was. So, pass auf. Jetzt müsste eigentlich kaputt sein. Yes. So. Und weiter geht's. Wie, kein Orb? Ich hab nicht ein Buch. Na gut, das können wir noch mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. Bitteschön. Okay. Warum eigentlich immer ich? So, dann gib uns noch mal allen was. Apropos, ich müsste auch mal wieder was geben. Hallo, ich habe doch hier einen Zauber angekündigt. So. Ach. Ah, sehr schön. Die Mädels, mach doch mal was. Ich stehe extra runter. Sehr gut. Auch gut. Nichts stehen lassen. Ihr bräuchte eine Peitsche. Die haben wir noch. Die haben schon lange kein Ab. Der Waffe haben wir schon lange kein Up-Date mehr gegeben. Da kommt eine Wolke aus der Wand. Wo die mal Blähungen gehabt. So, warte. Nicht, dass die mir noch was anzaubern hier. So weit kommt noch. So, was haben wir denn hier? Oh.
ist das denn? Oh, da hat gesessen. Oh, nee, es geht noch. Aber ich sollte mal eine andere Waffe nehmen. Ich will die Herausforderung annehmen. Wir werden sie besiegen. Gut, einen haben wir schon. Zwei haben wir schon. Sehr schön. Fahrgastrecht Level 27. Hat sich doch gelohnt. Und zwar genau an der Stelle. Oh, wen haben wir denn hier? Mal gut, dass ich die noch kaputt gemacht habe. Verschwindet von hier. Habt ihr nicht gehört? Wir bleiben. Es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Ho, 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 ho. Ein Frostmutant. Sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Egal. Der kriegt man eine Blutgranate Stufe 3 und extra aufgelevelt für ihn. Ja, ich wollte eigentlich auch was. Ich wollte auch mitspielen. Habe ich den jetzt noch getroffen oder nicht? Sie gibt uns erstmal eine leckere Heilung. Ich level dabei die Waffe auf und irgendwo muss er gleich wieder auftauchen. Versuchen uns mit den Clown zu treffen zu wollen. Moment, da spiele ich auch noch mit. Aha. Er hat getroffen, wir haben nicht. Das ist, finde ich, fair. Ich habe doch schon wieder getroffen, so zählt er nicht. So, komm gleich noch ein hinterher. Wenn es schmeckt, dann schmeckt es eben nicht. Also Bescheid, komm. Schätzelein, stell dich mal so an. Ist ja schon kaputt. War gar nicht so schlimm, nicht? Jetzt sieht er wirklich aus wie der Weihnachtsmann, wenn er explodiert. Du. Ach, wieder ein Stückchen geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yes! Was denn? Nee, war in Ordnung. Ich wollte nur meine Freude ausdrücken. Und weiter geht's. Pling. Bumerang-Orb. Oh, schön. Bumerang- und Klauen-Orb erhalten. La, 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 la. Das ist der Weihnachtsmann. Alter Geselle, geht es dir gut? Ja, danke. Aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mehr an mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst etwas tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Mana-Bäume besonders groß werden. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen berührt, wurde ich in einen Eismutanten verwandelt. Klingt komisch, ist aber so. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Hier habt ihr den Mana-Samen, ihr braucht ihn. Mana-Samen halten. Mit diesen Samen müssen wir jetzt zum Tempel. Aber wo ist denn ein Tempel des Feuers? Wir sind ja auf jeden Fall fertig. Wir sollten jetzt hier nochmal aufräumen. Schön. Toll. Nein, nicht auf mich. Du warst das also. Komm her. Ich kriege ich zuerst kaputt. Gachi ist Blutwurst. Weiß Bescheid. So, fertig ist der Lack. Geh nochmal weiter, ne? La la la. La la la. Die steht extrem gut, diese Kröte. Kröte? Schild? Ja doch, Schildkröte. Ich muss jetzt gerade mal nachdenken. Das mache ich alle jungen Jahre mal. Um dann halt weiter zu spazieren und über mich selbst zu philosophieren. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Warum nehme ich heute Let's Plays auf? Stelle dann immer wieder mit Entsetzen fest. Was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nö.
Ist halt schlichtweg ein Hobby, ne? Was einem Spaß macht, soll man machen. Oder soll man möglichst ausbauen, sagen wir es mal so. Das ist ja wie Fahrradfahren. Stell dir vor, du fährst gerne Fahrrad. Warum fährst du denn nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit? Sozusagen. Das wäre ja auch so eine Idee, dem Hobby zum Beruf machen. Naja, ihr wisst, was ich meine. La la la, la la la, la. Geh doch mal weiter. Blöde Kuh. Auch eine blöde Kuh. So. Da unten müssen wir doch erst später hin. Jetzt kommt doch erstmal mit. Ach, die trödeln wieder. Da müssen wir shoppen gehen und Schuhe kaufen. Oh, warte mal, der Weihnachtsmann. Wir klopfen nochmal. Hallo. Frohe Weihnachten, Leute. Oh, 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 oh. Hast du noch was Schönes? Nö. Schade. Ich kann ja nochmal im Dorf. Muss ich da überhaupt hin? Muss ich da überhaupt hin? Ja, ich muss da hin. Und dann mache ich jetzt mal ein Aufnahmepäuschen. Denn beim nächsten Mal will ich die Waffen schon gelevelt haben. Das Clown und das Bumerang. Das Bumerang-Orb. Das mache ich jetzt noch. Also offline. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Kanonia. Gehen wir gleich noch hin. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Aber da sehen wir uns das nächste Mal wieder. So machen wir das. Kanonia hatten wir vorhin schon gesehen. Ich musste gerade mal ein bisschen grübeln und studieren. Genau. Jetzt nochmal lecker speichern, dann die Waffen aufwerten, dann ausmachen, Tschüss sagen und dann noch ein bisschen leveln. Ja, das ist der Plan. Und beim nächsten Mal dann bei Kanoni wiedersehen, wenn wir uns nicht von hungrigen Wölfen anfallen lassen haben. Du, tschüss, Junge. Tschüss. Lalala, tralala. Oh. Der hätte ja noch platzen können. So, pass auf. Pass auf. Ja, 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 ja. Hallo Berti, alte Mütze. Verdammt kalt. Oh, 52.000 schon die Klaue. Machen wir erstmal zu. Digitiert zu Orakelklaue. Und der, die Stahlscheibe. Digitiert zu. Komm, ich beschweife. Ja, ist gut. Ich habe zu viel Enemies früher geguckt. Genau. Die müssen auf jeden Fall noch leveln. Und dann müssen auch noch den Orakelklaue leveln. Beide gleich schlecht. Oder gleich gut, wenn man es nimmt. Ja, das soll ja im Prinzip reichen. Warte, 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 warte. Drängen, denken, 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 denken. Nein. Die, nein. Nein, nein. Die ziehe ich an. Und die gebe ich hier. So, und dann machen wir jetzt erstmal Schuss, ne? Pass auf, hier gehe ich nochmal lecker zum Speicher. Wie gesagt, beim nächsten Mal treffen wir uns beim Kanoni wieder, da müssen wir noch in das andere. Es gab ja noch eine andere Möglichkeit, mit Kanoni zu reisen. Schaut doch einfach in meinen alten Videos nach, was das war. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Solaris? Nee, Oasis. Oasis hieß es, glaube ich. Ich weiß es selber nicht mehr. Ups. Und wieso falle ich fast aus dem Bett? Nun, wie auch sei. Den Spielstand speichern. Ich habe übrigens vergessen, jetzt auf den zweiten zu speichern. Ich habe den ersten überspeichert. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Na gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wenn es hier heißt, Secret of Mana, Let's Play Dingensbummens, ne? Tschüss.